Am letzten Augustwochenende veranstaltete der BSV 1982 Kloster Mansfeld öffentliche Trainingseinheiten mit Profi-Handballer Dago Leugefeld in der Bendorfer Sporthalle. Außerdem gab es ein Minispielfest und Schnuppertraining für Grundschulkinder. Das Training mit Dago Leugefeld war eines der ersten Saisonhighlights für den Nachwuchs des BSV Kloster Mansfeld. Bei dem Projekt mit dem Namen Mansfelder Handballtage und Profis für die Stars der Zukunft wurden die Jüngsten im Trainingscamp durch lizenzierte Handballtrainer an diese Sportart altersgerecht herangebracht. Das Trainingscamp für den Nachwuchs in den Altersklassen der Jugend E bis C mit insgesamt 4 Trainingseinheiten startete am 26. August früh und ging bis in den Nachmittag hinein. Das gleiche dann auch einen Tag später. Los ging es mit dem Aufwärmen und den ersten spielerischen Einheiten. Gezeigt bekamen die jungen Sportler verschiedene Trainingseinheiten, die auf die Fähigkeiten der Nachwuchshandballerinnen und Handballer eingehen. Zudem bekamen sie handballspezifische Übungen und Techniken gezeigt. Das Handballcamp wollte der BSV 1928 Kloster Mansfeld auch nutzen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Auch die Teams der Frauen- und Männermannschaft nutzten zusammen mit den Mannschaften der A-Jugend die Möglichkeit, Trainingseinheiten mit Dago Leugefeld abzuhalten. Beim BSV freut man sich, dieses Camp nach 2015 wieder umsetzen zu können, um den Nachwuchs zu unterstützen. Das Handballcamp mit Dago Leugefeld wird gefördert durch das Programm Revierpionier, Ideenwettbewerb für Zukunft, Land und Leute. Außerdem soll mit der Teilnahme an dem Programm die Möglichkeit genutzt werden, die Zukunft der Region mitzugestalten. Der Ideenwettbewerb wird im Rahmen des Förderprogramms Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren an den Kohlekraftwerkstandorten stark gefördert.